Moin moin, ich begrüße euch zu diesem Video. Ihr könnt es hinter mir schon sehen, da diesen Betonvorsprung, sage ich jetzt mal. Und ja, da geht es jetzt rein und im Inneren befindet sich ein Funkerbunker. Und wie es da drin ausschaut, das seht ihr in diesem Video. Viel Spaß! Also, wollen wir da mal rein, ne? Hier ist schon mal die erste massive Stahltür. Ja. Hier ist die Schleuse und hier ist der Bunker. Der eine oder andere wird bestimmt sagen, das kommt uns doch bekannt vor. Ja, ich habe schon mal ein Video von diesem Bunker gemacht. Ich war hier schon ein paar Mal drin, aber diesmal habe ich vor, eine komplette ausführliche Tour in diesem Bunker zu machen. Ich möchte mich mal erstmal entschuldigen, wenn die Qualität hier ein bisschen miserabel ist von der Kamera, aber die Linse beschlägt immer zu und ich kriege das nicht sehr lange klar. Die erste Tür, das sieht nach Wasseraufbereitung aus, Wasserlagerung, würde ich jetzt mal sagen. Hier gehen die ganzen Rohre lang. Ja. Hier sind noch, ach ja, guck mal, hier steht es doch bestimmt, Kleinkühlturm. Ja, okay. Also irgendwas mit Kühlen. Also ich würde sagen, das hier ist die Luftzufuhr für den Bunker. So, dann kommen wir hier in den Raum, der Funkraum. Also hier ist quasi das Herzstück des Bunkers. Ja, hier geht es eigentlich schon in den Speiseraum, sage ich jetzt mal. Ich denke mal, es wird tatsächlich hier Speiseraum gewesen sein. Wie schon gesagt, hier die Durchreiche zur Küche. Und hier steht halt noch eine Bank. Also wenn man alleine hier drin ist, hat das schon mal ein ganz anderes Feeling, als wie wenn noch zwei oder drei andere dabei sind. Ja, wie schon gesagt, ich war ja schon ein paar Mal hier drin und die Gerümpelkammer hier hat sich nicht geändert. Übrigens, das hier wird mal Waschraum gewesen sein und Duschen. Also hier sind noch einzelne Kabinen. Was heißt Waschraum? Ich meine Toiletten und Waschraum. Da hinten in der Ecke ist eine Dusche gewesen. Hier kann man sogar noch erkennen. Hier die Brause. Also hier in diesen Räumlichkeiten konnte das Personal seinen Bedürfnissen nachgehen und sich eben auch duschen. Und ja, hier waren mal Waschbecken bei dem ganzen Gerümpel. Und hier ist noch eine Art Büroraum, Büro, Verwaltung, was auch immer. Hier sieht man noch, haben die Neonröhren drin gegangen. Also ich denke mal aufgrund der Schränke hier, dass das hier Büro oder Verwaltung gewesen sein könnte. Hier ist noch Technik. Okay. Das ist jetzt. Okay. Unheimlich.
Man läuft alleine durch einen Bunker, den man eigentlich schon ein paar Mal besichtigt hat. Und dann guckt man in den Raum rein, ahnt nichts Böses und findet mal eben sowas hier. Verrückt. Ja, wie schon gesagt, das hier könnte auch wieder Mannschaftsquartier oder ähnliches gewesen sein. Ich weiß nicht, was es mit dem Raum hier auf sich hat. Das ist einer von mehreren Räumen, wo halt solche Vergitterung davor ist. Ist das irgendwie so eine Art Gefängnis oder so? Oder haben sie hier drin... Ach, unheimlich. Oder haben sie hier drin vielleicht Waffen gelagert oder so? Medikamente, Lebensmittel? Ich weiß es nicht. Ihr könnt ja gerne mal eure Vermutungen in die Kommentare schreiben. Was hat das hier mit diesen Gittern auf sich? Weil hier ist nämlich schon der nächste Raum mit Gittertür. Und der hier war auch nochmal mit einer zusätzlichen Tür gesichert. Aber, was sofort auffällt, diese Tür hat ein Fenster. Ja. Aber erkennen tut man nichts mehr. Wenn ihr irgendwelche Ideen, Vermutungen, Theorien habt, was es mit diesen Gittertüren auf sich hat, warum die so extra geschützt sind, diese Räume, haut's mal in die Kommentare. Ich bin mal auf eure Ideen gespannt. Hier kommen wir nun in die Telefonzentrale, möchte ich behaupten. Weil, ja, diese Überreste eines Telefons, diese verschiedensten Anschlüsse lassen nun mal einfach die Vermutung naheliegen, dass hier auf jeden Fall eine Telefonzentrale war. Hier gehen wir jetzt auch nochmal in einem Raum, aber da ist jetzt nichts weiter. Ein paar Platten hängen hier noch rum, ein Lichtschalter oder ähnliches. Aber sonst ist hier jetzt nicht mehr sehr viel zu erkennen. Also. Außer, dass das hier eventuell mal schalldicht war. Obwohl. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht beurteilen. Auf jeden Fall. Hier ist nochmal die Hauptzentrale von dem Ganzen. Aber da hinten ist quasi die Luftfilteranlage in dem Raum. Da waren wir ja am Anfang. Hier durch diese Tür geht es in den langen Flur, wo wir waren. Und hier seht ihr ja, ist die Telefonzentrale. Hier geht es nochmal durch die Schleusen durch. Und ja, wenn wir hier durch die Schleusen durch sind, sind hier. Oh, mein Herz. Jetzt weiß ich, was den Schlag getan hat. Die Tür ist einfach nur zugegangen. Naja, so. Zurück zum Thema. Hier sind gewaltige Verladerampen.
Und es sind 4 Stück an der Zahl, wie man hier erkennen kann. 1, 2, 3 und 4. Hier sind noch ein paar Schaltschränke. Ich weiß nicht, vielleicht hat man von hier aus die Tore gesteuert. Die Tore hier. Genau. Aber den Riegeln hier nach zu urteilen, hat man das wahrscheinlich manuell gemacht. Aber ich bin kein Bunkerexperte. Deswegen kann ich das jetzt so nicht sagen. Da hinten ist noch eine Tür. Ich war jetzt schon ein paar Mal in diesem Bunker drin, aber diese Tür da hinten, die ist mir noch nie zuvor aufgefallen. Also gucken wir uns die Tür da hinten nochmal an, weil ich weiß nicht, was hinter dieser Tür auf uns wartet. Dann klettern wir halt wieder oben auf den Weg. Okay, das war jetzt alles andere als elegant. Aber ich bin oben. Ja. In diesem Raum ist es auch wahrscheinlich nochmal sowas wie Lager. Regale halt. Nee, keine Ahnung. Teilweise echt schwer zu identifizieren, welche Bedeutung die einzelnen Räume hier mal gehabt haben müssen. Auf jeden Fall, einen Raum haben wir noch. Und das ist hier ein bisschen Technikraum. Jetzt, ja, ein bisschen hier ging auf jeden Fall viel Strom entlang. Aber ich werde jetzt auch nicht weiter reingehen, weil hier ist ein Loch und ja, das hier sind alles nur solche Bleche, wo ich jetzt nicht weiß, erstens, wie lange die schon hier liegen und wie viel Stabilität die im Laufe der Zeit schon verloren haben. Und ich möchte das jetzt ehrlich gesagt auch nicht herausfinden. Zumal hier wieder durch diese massiven Stahltüren durch die Schleusen. Wahnsinn. Gesichert durch 3 massive Stahltüren. So. Aber jetzt mache ich die Tür gleich zu, nicht, dass ich mich wieder erschrecke. Hat die Tür immerhin schon 2-mal geschafft. Nur beim 2. Mal habe ich dann gewusst, was das war. Beim 1. Mal habe ich es nicht gewusst. So. Naja, wie schon gesagt, das war die kleine Bunkertour. Ich denke mal, das wird ein relativ kurzes Video, da ich mich halt trotzdem relativ zügig hier durchbewegen musste. Ja, wieso, weshalb, warum, das erfahrt ihr in einem anderen Video. Das werde ich euch hier in der Infokarte verlinken. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt wieder hier durch diesen Flur hier wieder zurück. Wir haben eigentlich soweit alles gesehen. Ich hoffe, für euch ist es jetzt nicht weiter schlimm, dass ich da mehr so durchgeflitzt bin und immer nur so mehr oder weniger hab mitlaufen lassen. Aber ja, wie schon gesagt, ich habe noch ein paar Kilometer zu laufen heute. Und wenn ihr wissen wollt, ob ich die Kilometer, die ich jetzt noch vor mir habe, geschafft habe, in der Zeit, die ich mir vorgenommen habe,
dann schaut mal bei dem anderen Video vorbei, was ich euch vorhin in die Infokarte gepackt habe. In diesem Sinne sage ich, war es das mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen, auch wenn es jetzt eher so mehr ein gestresstes Video war, kurzes Video. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich freuen, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und ich sage, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.